Naja, es waren wenige Tage vor dem ersten harten Lockdown. Ich hatte eigentlich erst in der Woche wirklich verstanden, dass dieses Virus eine wirkliche Auswirkung hat. Am Donnerstag habe ich mit der Julia Schnitzlein telefoniert. Wir mussten schnell uns überlegen, was wir tun, wenn Menschen nicht mehr zu uns kommen können. Eine Situation, die wir ja gar nicht kennen. Darum ist es mir gegangen, dass die Leute Zutrauen gewinnen, dass Gott da ist. Und dann war die Schlussfolgerung, gut, wir müssen zu den Menschen kommen. Und so wurde das Mittagsgebet erfunden als eine eher traditionelle Art des täglichen Innehaltens. Am Anfang war es wirklich ganz erstaunlich. In der ersten Woche haben an die 200 Leute bei der Erstveröffentlichung zugeschaut und dann innerhalb des ersten Tages über 1000 Leute. Dass die Menschen die Möglichkeit hatten, jeden Tag in einer strengen und gleichbleibenden Liturgie zu beten, das hat auch zu ihrer Beruhigung beigetragen, glaube ich, und auch zu ihrer Übung im Glauben. Das war der Zauber der Anfangszeit der Mittagsgebete, dass dort so viele Menschen an einem Strang gezogen haben, mit dem einzigen Ziel, die Leute sollen hören, dass Gott da ist und da bleibt. Ich glaube, dass es wirklich vielen Menschen, vor allem den eher verbundenen evangelischen Menschen oder auch gläubigen Menschen, einen guten Zugang zu ihrer Kirche gegeben hat und gibt weiterhin. Wie alle geistlichen Angebote kann das Mittagsgebet dann weiter existieren, wenn die Leute darin einen Wert sehen. Wenn sie den Eindruck haben, es hilft mir in meinem Leben, in meinem Glauben, dass ich mich auf dieses Angebot einlasse. Mitten am Tag halten wir inne. Zeit auszuatmen und einzuatmen. Wir schließen die Augen und machen eine Pause.